Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Schwatzingen bei unserem True Farming Projekt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht natürlich weiter. Und ja, alle Kandidaten dabei. Der Baggerfahrer, ich bin hier als Baggerfahrer heute unterwegs. Heute wird gebaggert. Hallo, jemand im Funk? Ja. Hallo. Ah, Miguel, bist du's? Ja klar, alles gut? Ich bin jetzt auf dem Rückweg vom Lohnunternehmen. Ach, hat das geklappt? Ja, hat alles funktioniert. Ich war noch zufrieden, dass er wieder da ist, die Stumpenfräse. Super. Aber mir ist jetzt völlig aus dem Sinn gefallen, dass das die ihr Waldrauer war. Das was? Dass das die ihr Waldrauer war. Ja. War ich so ein bisschen überrascht, aber ja. Sie haben mir ihr Auto gegeben, damit ich wieder zurück zum Hof komme. Ach ja. Ja. Naja, ich stand dann erstmal da. Wie, was? Trecker hoch? Ich dachte, das war unser. Nee, das ist tatsächlich den ihre gewesen. Ja, alles klar. Nee, ich bin da zurück auf dem Weg zum Hof. Ah ja, perfekt. Ja. Und was macht ihr so Schönes? Du wirst nicht glauben, ich sitze gerade in dem Bagger. Im Bagger? Ja, ich bin heute mal als Baggerfahrer unterwegs. Ich helfe dem Bauunternehmer. Ach nee. Doch, ich helfe dem Bauunternehmer. Ich muss hier mal meinen Horizont ein bisschen erweitern. Ja, ist richtig, ne? Kann man nicht dümmer von werden, von so ein bisschen Baggerfahren, ne? Ja, der sagt auch, das gibt eine Entlohnung und alles. Ich denke, das ist ganz gut fürs Geschäft. Von daher. Ja. Das haut ja dann hin, ne? Rainer! Ja? Die Mulde ist voll hier! Willst du sie wegfahren oder? Kann ich machen, ja klar. Wohin denn da? Zum Hofbau, ich sag dir Bescheid, dass du kommst. Alles klar, zum Hofbauer. Ja. Guti, ich düse los. Soll ich dir die andere dabei dahin bringen? Nee, da geht nichts rein, die ist nur zum Fahrzeug transportieren. Ach so. Rainer, bist du das? Ja, warte kurz, ich ruf kurz den Hofbauer an. Kelle. So. Ja, du Braver? Wer ist hier noch so im Dings, hier im CB-Funk, sag mal? Ein Ringele, ich bin hier gerade unten auf dem Hof. Ach, ein Ringele. Du fährst gerade an mir vorbei, hi. Ach, guck an, wo ist denn dein Vater, der alte Strolch? Ach, keine Ahnung, dem ging's nicht so gut. Dem ging's nicht so gut? Nee, dem ging's die letzten Tage schon nicht so gut, der liegt im Bett. Hat er sich angesteckt? Wo denn? Keine Ahnung, bei euren komischen Bio-Kühen oder so. Ach, weißt du, wie super es denen geht? Echt? Die spritzen die Milch nur so rum, das ist tatsächlich... Was, die sind gespritzt? Nein, die spritzen die Milch aus den Eutern. Das ist natürlich interessant. Das quillt da nur so raus. Natürlich jetzt nicht ekelhaft gemeint, sondern sehr gesund. Weiß das der Hirschfeld, dass sie gespritzt sind? Die spritzeln nicht, Mann. Da kommt mal in den CB-Funk, das wird schon von Spritzen geredet. Was ist denn hier los? Herr Fieber! Hallo? Wussten Sie, dass die Kühe von den Biobauern gespritzt sind? Alter, erzähl doch keine Scheiße. Miguel. Aber das hat er doch gerade gesagt. Wer hat das noch gehört? Hat er das gesagt? Also hat er gerade gesagt, die sind die Milch nur. Also ich habe gehört, ich bin hier reingekommen, da hat es gehießen Spritzen, dann musste ich mir, was ist jetzt los? Also die bei Milch mir ist, spritzt aus den Eutern. Miguel. Also bei mir ist die übelste Kopfdisco hier. Also jetzt habe ich verstanden, er spritzt nur die Milch. Ach. Alles klar, also der spritzt nicht die Kühe, sondern die Milch wird nachträglich gespritzt. Mit Sicherheit. Genau. Das wird der Hirschfeld rausbekommen, ey. Oh, Lord. Ihr könnt mich alle mal, ey, das ist unglaublich. Miguel. Ja? Der Hofbauer weiß Bescheid. Der Hofbauer weiß Bescheid, gut, alles klar. Jo. Rainer? Ja? Du hast vorhin was von Erde gesagt, so, ich hab mich doch umentschieden, also ich würde in meinem Garten gern mal ein bisschen was aufschippen. Ja, warte, ich komm kurz rüber zu euch. Nee, ich glaube die Erde, die ist dann schon wieder weiterverkauft, glaube ich. Warte. Engele! Jo! Ich lasse mal meinen Traktor hier stehen, bis du angesehen hast. Alles klar. Gut. Jo! Danke, ich bin erstmal raus im CB. Schönen Tag noch. Jo, ich auch. Jo, rein! Und Miguel! Die spritzen nur die Milch aus den Eutern raus. Mehr nicht. Bist du für ein Schwein hier? Milch aus den Eutern spritzt, ist ja ekelhaft.
Was? Wieso? Naja. Was sind das für Themen hier? Ah, das ist ja. Und das bringt Geld da, ja? Was bringt Geld? Da als Baggerfahrer Klaus? Ja, das hoffe ich mal. Also, sonst mache ich das ja nicht. Also er hat gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Entlohnung. Und der Zement war. Apropos Entlohnung. Was? Ja. Apropos Entlohnung, ich war doch nur im Urlaub. Ja. Aber beim letzten Tag war ich doch hier für die Stadt mit Stumpenfräsen. Ach stimmt, ja. Hast du dir das entlohnen lassen? Nee, da müssen wir nochmal anrufen. Darum wollte ich sagen, nicht, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät, ne? Dass wir da mal dranbleiben. Ja, bleiben auf jeden Fall. Ich mach doch hier nichts für umsonst. Nee, das haben wir ja extra deswegen. Hallo? Ach, hallo! Hallo! Kommen Sie mal runter, bitte! So. Herr Hofbauer? So. Herr Hofbauer? Ja. Ja, ich habe Ihre Erde hier, die geliefert werden soll. Ach, ja. Die Erde für das Hochbeet, für meine Frau. Fürs Hochbeet für Ihre Frau? Ja, gut, wegen mir, ne? Soll das so sein. Wo sollen die denn hin? Wir kippen. Puh. Puh. Lass hier rückwärts bitte rein, wenn es funktioniert. Was hier rückwärts reinkippen? Ja. Dann okay. Kann ich schön mit dem Lader aufladen. Kein Problem. Weg, danke. So wird's. Oh, was ist denn hier? Tiertransport? Ja, ich lasse gerade meine Schweine umliefern. Ach ja. Haben Sie verkauft? Ich habe einen zweiten Stall angemietet. Ach ja. Und hier ist meine Aufzuchtstation und wenn sie ausgewachsen sind und in den Messstand gehen, dass sie gescheit was werden, tue ich sie in einen anderen Stall. Ah ja. Noch ein Stück. Noch ein bisschen hinter. Gut, so kann es abkippen. Sind wir wieder vorfahren? Den Haufen ein bisschen in die Höhe machen hier. So. Ja, genau, perfekt. Passt. Alles klar, danke. Haben Sie sich jetzt für die Stadt? Was sagst du? Haben Sie jetzt für die ja, Stadt? Ja, ich bin mal hier als Praktikant im Bauhof unterwegs, na klar. Okay. Ja. Und da ist quasi Erde fahren hin und her. Naja, Baggern und Erde fahren. Ich will auch mal die großen Geräte bedienen hier. Ja. Als Händler muss man sich eigentlich schon damit, ich werde weniger befassen, was man so verkauft. Na klar, und ich will ja auch mal meinen Horizont erweitern. Vielleicht wäre ich ja irgendwann mal noch Baumaschinenhändler. Baumaschinenhändler? Ja. Doch nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Dann haben Sie ja quasi große Radler auch dann ein Angebot. Warten Sie mal. So. Ich mache meinen auch mal aus. Ja. Der hat ja einen Sound, ey. Das ist ja wahnsinnig. Na gut, ist ein Fan, ne? Da muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt meinen Betrieb komplett auf Fendt umgestellt. Oh, da sind Sie mir direkt sympathisch, Herr Hofbauer. Direkt sympathisch, muss man sagen. Ja, Sie haben ganz schön investiert hier, was Sie alles haben. Oh, hier ist so ein kleiner Telelader, so ein Kramer, auch schön. Unheimlich praktisch auf so einem Hof, ne, mit Tieren. Ja, Wahnsinn, ich hab's gleich gespannt. Also, ja. Bevor ich mal einen Traktor mit einem Frontlader anschaffe, gleich definitiv Hoflader. Können Sie auch nochmal ganz andere Höhen, kommen Sie nochmal in ganz andere Höhen, ne, mit dem Teleskop. Ja, auf jeden Fall, dann kann ich andere Kipper beladen, wo manche mit dem Traktor nicht machen können. Auf jeden Fall. Ich habe eine neue Sämaschine auch gekauft. Oh, holla. Ja, da haben Sie sich aber richtig gönnt. Wer hat denn die verkauft? Ja, der Herr Adler. Unschlagbares Angebot gemacht. Echt? Ja. Sie wissen doch gar nicht, was das unschlagbare Angebot ist. Dass sie ja nur eins haben. Was hätten Sie mir dafür eins gemacht? Für die Sämaschine? Passen Sie auf, ich sage Ihnen kurz, was ich Ihnen berechnet hätte. Und dann sagen Sie mir als Gegenzug, was Ihnen der Herr Adler berechnet hat.
Okay. Das ist ein Deal eigentlich. Okay. Moment, da muss ich ganz kurz nachschauen. Seetechnik, das ist die Kondor 15001, ne? Genau. Okay. Ja, die hat natürlich einen Anschaffungspreis, der ist nicht ohne, ne? Da bin ich gerade ein bisschen, finde ich gerade ein bisschen schade, dass sie da nicht wenigstens mal bei mir nachgefragt haben. Ich hätte ihnen die verkauft, unter 200. Unter 200, okay. Hätte ich ihnen die verkauft. Wie weit unterhalb von 200? Ja, sehr wenig unter 200. Hätten sie es aber nicht anders genommen wie vom Herrn Adler. Wie viel hat er denn genommen von ihnen? Ein Kombipaket mit ihrem 39er. Ach, der 39 auch noch? Ne, Moment, Moment. Da will ich doch mal was schauen. Der 39 war auch dabei, den haben sie auch gekauft. Ja. Moment. Ist das nur. Genau. Standardreifen? Standard, alles Standard. Blast. Da haben sie richtig investiert, ey. Hofbauer! Also ich Hans. Hätte ihn. Ich hätte ihn, sorry. Oh, was ist denn hier los? Ich unterbreche nur ungern. Ja, aber warum machen Sie es dann? Nee, Spaß. Ah ja, weil ich arbeiten muss. Wie steht's denn mit der Sehmaschine? Ja, Sie sind ja der Einzige, der arbeiten muss. Ja, geil, danke. Fährst du mal einen Fendt weg? Ja, wenn du davor wegfährst. Was ist mit der Sehmaschine? Der will die jetzt wo mitnehmen? Er will sie ausleihen, mal zum Testen. Würde ich nicht machen. Erstens, Alter, was sie hast du denn die ganze Zeit? Aber meine Frage ist, ist das Ihr größter Traktor? Ja, warum? Damit wollen Sie die Sehmaschine ziehen? Der hat genauso viel wie der Fendt. Ja, aber das kriegt der nie hin. Der hat auch keine 300 PS hier. Doch. Und das ist ja auch bloß hat schon dir. Also Herr Hofbauer, das puh, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Das sieht man dann, wenn man abschleppen müssen auf Marke. Ja, wenn er sich eingebuddelt hat und aufliegt. Naja, ich mache ihm eine Wartung, ne? Ich hätte ihn das ganze Paket, die zwei Sachen hätte ich ihn verkauft für 439.000. Ein Tickchen war der Herr Adler teurer, aber wirklich im Mühbereich. Ja, aber sehen Sie, dass es lohnt? Und da haben sie nicht mal verhandelt mit mir. Tut mir leid. Die 439.000, da hätten sie vielleicht nochmal 1.000, 2.000 rausholen können. Wie viel... Oh, Moment, ich muss ans Telefon. Ja, hallo? Wo bleibst du denn? Ja, scheiße, ich bin doch schon wieder auf dem Rückweg. Ich bin sofort da. ZZ, ziemlich zügig. Ja, beruhig dich, Mann. Ich komme. So, pass auf. Also, wie viel hast du bezahlt? 45. 6.000 mehr? Und da sagst du nur ein bisschen Ticken drüber? 6.000? Bei der Summe? Ja, der ist ja scheiße. 6.000 sind 6.000, aber selbst bei 2 Millionen sind 6.000. Aber sage ich dir, wie es ist. Lass dir doch mal ein zweites Angebot einholen, wenn du solche Investitionen machst. Alles klar. Wie Geld, dann war das mir jetzt eine Lehre und ich werde mir ein zweites Angebot ab sofort immer. Also zumindest mal so ein Vergleichsangebot kann man ja immer mal machen lassen, gell? Wegen dem Herrn Adler hier keine Aufträge auf. Mit dem Herrn Adler sehr gut gefahren. Ja, das glaube ich dir. Ist ja auch ein netter Kerl. Aber wie gesagt, das nächste Mal kannst du einfach mal durchklingeln, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie dann schon mal da sind. Ah ja. Miststreuer können sie mir dann ein Angebot machen. Miststreuer? Okay. Ja. Da kommt es drauf an, was sie suchen. Moment. Was Größeres. Ja, was Größeres. Also das Größte, was ich besorgen kann, ist ein Strautmann. Ein PS43001. Der hat eine Streubreite von 24 Metern.
Okay, kann man den mal testen. Allerdings, ich habe noch einen Samson Flex, der hat auch 24 Meter. Aber der Unterschied ist das Ladevolumen. Also der eine hat 32.000 und der andere hat eben nur 22.900. Okay. Also der Samson ist ein Gerät, ne, das sieht furzfein aus, braucht 180 PS, ist wirklich was, auch was fürs Auge. Der Strautmann ist ein Strautmann, ne, ist auch ein schöner Miststreuer, ist aber optisch finde ich nicht so schön wie der Samson. Aber dafür hat er natürlich ein sehr großes Volumen. Braucht aber auch 220 PS, aber das ist ja kein Problem. Ja, nee. Okay. Ja, aber testen, ist ja die Frage, brauchen sie ein bisschen Streuer oder nicht? Weil ich sag mal, bei so einer Größe verleihe ich eigentlich nur noch ungern. Da habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Nämlich, da wurde nämlich ausgeliehen, wo die Arbeiten wurden verrichtet und dann wurde das Gerät dreckig wiedergebracht und wurde gesagt, nee, brauche ich doch nicht. Aber Herr Manus, bei mir muss es sehen. Ich habe jetzt einen zweiten Stall, Schweinestall, mit bald hoffentlich über 200 Tieren. Da sammelt sich so einiger Mist an. Bei ja, diesem kleinen Stall hier. Sagen Sie mir doch mal, auf was Sie Wert legen würden. Auf Ladevolumen oder auf kein Ladevolumen? Auf Arbeitsbreite und auch Ladevolumen würde ich Wert legen. Und dann ist es der Zuverlässigkeit. Dann ist es der Strautmann. Dann ist es der Strautmann, definitiv. Okay. Ja, der liegt bei 99.000 Liste. 99.000 Liste? Also 99.5 Liste. Na gut. Okay, dann würde ich Ihnen ein Angebot fertig machen und Sie anrufen. Machen Sie mein Angebot fertig und ja. So machen wir es. Das ist gut. Ja, okay. Strautmann. Und ob das dann hat, machen Sie mal ein scheiß Angebot und ob das dann was wird, sehen wir dann hat. Genau so sieht's aus. Ne? Alles klar, so wird's. Ich muss erstmal wieder los, der Zement, der drängelt. Okay, der Chef. Ja, naja, Chef bin ich gleich. Ich bin ja nur aus Subunternehmer in dem Sinne. Gut, tschüssi, Hofbauer. Tschüss. Herr Manus, bräuchte ich. So, ach, schon wieder Telefon. Hallo? Das Lohnunternehmen Fieber, hallo. Hallo, das Lohnunternehmen. Ich stehe bei ihm am Hof. Ach ja, da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Ja. Ja. Ihr freundlicher Mitarbeiter hat mich reingelassen. Ach super, was gibt's denn? Er hat Tor zugemacht, stehe ich drin. Ach so. Aber ich habe noch ein anderes Anliegen und zwar... Achso, ich dachte nur, sie kommen nicht wieder raus. Nee. Würde da schon einen Hechtsprung drüber machen. Mit wir würden gern was... Nee, das soll er da bleiben. Achso, okay. Wir würden gern was veräußern. Verkaufen, okay. Verkaufen und gleichzeitig was wieder kaufen. Ach, ist ein Wahnsinn. Bei Ihnen geht das ja nur hin und her mit den Maschinen. Aber gut, kein Problem. Ja, mach mal. Können wir Sie am Telefon schon mal sagen, um was es sich für einen Verkauf handelt? Einen T8. Ah ja. Ist der Helmut bei mir am Hof? Der ist gerade gegenüber und, glaube ich, gerade Felddreschen. Sagen Sie den doch mal, gehen Sie doch mal hin und sagen dem mal, der soll schon mal den T8 reinfahren und soll den mal durchchecken. Dann dauert es nicht so lange. Alles klar, mach ich. Also, dass sie den verkaufen wollen, sie haben schon mit mir gesprochen und der soll schon mal ein Auge drüber machen, ob alles in Ordnung ist soweit. Alles klar, Zustand mach ich. Ist. Dankeschön, ich bin gleich da. Jo. Jo. Normal. Paloma Blanca, I'm just a bird in the sky, the freedom ole. Jemand da? Kräuterschnaps. Was für eine Krähe sieht da denn? So. Oder nicht. Wie sieht's aus? Sind die Bagger beladen, Mika? Rainer? Ich warte hier auf dich. Ja. Ich komme. Ja. Ich soll alles über CB-Funk machen oder was? Guck doch an. Was soll ich denn anrufen, Junge? Ich bin hier ganz gemütlich im Fett 930 unterwegs. Ach nee, Quatsch, das ist ein deutscher Warrior. Deswegen fährt er so langsam. Ja. Ja, glaube ich eher nicht. Und bei dir so? Schöne Marke. Alles gut. Mach grad Geld, ne? Ja. Hast du Druckerei oder was? Ja, im Keller. Ach nee, warte, Entschuldigung, das war ein Spaß. Ja, warte mal, ich muss mal kurz telefonieren. Ja, ja, das tust du ja so gerne, du 31er. Was, wieso, was willst du von mir? Ach komm, mit den Schweinen weiß ich doch, dass du das warst. Du sagst zwar, du warst das nicht, aber ich weiß nicht. Ich hab dir doch aber erklärt, wie die das aus mir rausgequetscht haben. Da kann ich doch nichts dafür. Ganz böse Nummer war das. Also ich habe ihn gefragt. Ich sagte, Herr Hirschfeld, wir sind so gute Freunde, was soll denn der Quatsch und so. Ach, du und der Hirschfeld, warte mal, ganz kurz. Du und der Hirschfeld seid gute Freunde? Das sagt er zumindest immer zu mir. Ne, dann wird sich ja noch rausstellen, wer der 31er ist. Oh. Nur so.
Ich weiß genau, was du vorhast, du Snitch. Ah, ne, guck gar nichts vor. Doch. Ich will ja einfach nur meinen Bauern. Du wirst die Seife im Knast fallen lassen, mein Freund. Glaube ich eher weniger, aber warum soll ich im Knast kommen? Du wirst die Seife im Knast fallen lassen. Du bist meine Schlampe im Knast. Ich durchschau euer Spiel so langsam. Ja? Schau das doch, ich weiß doch gar nicht, worum es hier geht jetzt. Ihr könnt viele täuschen, aber nicht den in Miguel. Ja? Okay. Ja. Scheiße, du kippst drüber, Rainer. So, ja. Wisst ihr was? Was denn? Jetzt bin ich raus. Ja, ja, ist klar. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. So, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst es, glaube ich, da. Wir sind erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis dahin.